Herzlich willkommen Leute zu einer weiteren Aufnahme unseres 1860 München Let's Plays. Und heute wird es gegen den Tabellenführer 1. FC Kaiserslautern gehen. Also ein richtiges Topspiel, 1. gegen 3. Und am Ende der Folge werden wir wahrscheinlich, da wir jetzt einige Spieler gescoutet haben und manche noch einen Tag brauchen, werden wir am Ende der Folge ein paar von diesen vorstellen und dann auch ein paar Anfragen schicken und so, damit ihr einfach auch wisst, was wir uns jetzt so für Spiele ausgeguckt haben. Also einige dabei, einige Mexikaner, einige Deutsche. Auf jeden Fall ein paar gute Leute. Auf jeden Fall sehr international. Gut, also dann. Ja, was soll die Scouts zu finden, die man so rumschicken kann? Die Trikots passen so. Nicht praktisch. Die Scouts. Ja, vor allem wenn man am Anfang schon ziemlich viele hat. Edo BD kriegt gleich mal eine Pause. Krieg mal hier Stahl. Der reicht 67, das ist echt. Gut, wie geht's? Ja, genau, wieder fit. Aber noch ein Pflästerchen dran. Man kann auch ZM spielen, okay, perfekt. Dann passt es so, denke ich. Was ist, es regnet heute. Ödes Regenwetter. Ödes Regenwetter. Der Schiedsrichter ist Ansgar von Hauenstein. Und da geht's los, auf dem Betzenberg, bei den Roten Teufeln. Echt? Betzenberg? Ja. Wahrscheinlich spielen wir wieder eine eigene Lane. Wahrscheinlich. Gibt's wahrscheinlich trotzdem nicht. Da, Betzenberg, sollte es mal geben. Oh, nicht geschafft. Schlecht. Das schafft man eh nie. Schauen wir im Betzenberg spielen. Ödes Regenwetter. Jetzt. Ja, da sieht man noch eine Tabelle, also richtig knapp. Jetzt hätten wir noch eine zweite Chance. Vielleicht Tabellenführer zu werden, sofern Bochum nicht gewinnt. Das sind die Zweite, oder? Dritte hast du mehr. Ja, aber die Bochum haben also nicht. Bochum ist Zweite, richtig. Okay, ja. Deswegen haben wir jetzt noch eventuell eine zweite Chance. Ja, weil da wir es im letzten Spiel leider verkackt haben, unsere erste Chance Tabellenführer zu werden, dann wäre es jetzt halt ein richtiges Spitzenspiel. Aber so ist es immer ein Erster gegen Dritter. Ja, was war das denn? Ja! Nein! Was war das denn für Schuss schon wieder? Das ist auch unerwartet, das komm ich da, ich dachte, da komme ich nicht mehr hin. Ja, dann 5 Meter vorbei. Stark. Ja, hier ein starker Kopfball. Super, dann legst du ihn jetzt mal hin. Ah, hier super gemacht. Adlung. Ah, was war das denn? Ja, auch der. Naja, ist okay. Alter, also ja, was war das? Ich glaube Eckball. Nein. Stoll. Das habe ich nicht gemacht. Ich glaube, er hat dich mit der Grätsche irgendwie angeschossen oder so. Ja, genau. Weil ich habe nichts gedrückt. Außer Sprint. Sprint, genau. Was? Ah, super. Erstmal dich umgegrätscht. Gegrätscht, ey. Das brauchen wir. Langsam ein Angriff. Aber sehr schön. Jetzt, jawohl, Gott, jetzt da, jawohl, schön und. Warum so bald nervt er mich? Ja! Nein! Das musst du doch reinmachen! Alter, was war das denn? Vielleicht manche von euch denken, oh, sich so. Wie dumm sind wir eigentlich? Wie dumm sind wir eigentlich? Was zum Teil? Das ist dumm ohne Ende. Ja, so ist. Dann müssen wir leider sagen, das stimmt. Ja, das liegt halt in unserer Natur. Aber oh mei, das ist doof immer. Bisschen Pech haben wir auch, aber. Ja, so im letzten Spiel gegen Karlsruhe, wo wir einfach mal 1-2 verloren haben und 16-2 Schüsse hatten. Das war da auch nicht so fair. Meiner Meinung nach. Nein. Otto oder? Ortega Weltklasse. Ortega. Ortega. Alles klar. Hab ich verstanden. Ist noch nicht abgespeichert bei mir. Wird es auch nicht, weil wir ihn hoffentlich bald ersetzen. Yannick Stark. Gut gedacht, schlecht gemacht, wie so schon heißt, bei Manni Beugner und Frank Buschmann. So sieht's aus. Als Kagelmacher auf dem Weg zum Spiel.
Oh, da wollte ich eigentlich nicht hinspielen, aber egal. Bleib noch drin, der Ball. Und jetzt wamm! Haut. Ja, also bei so einem Tackling kann man schon mal sich eine Steißbeinfraktur zuziehen. Oder eine Kniesehnenentzerrung. Oder vielleicht ein Fingernagel einriss. Fußbett quetschen. Wimpernbruch. Ja, irgendwie sowas. Ey, der spielt über den ganzen Platz. Und dann grätscht er uns aus. Valori ist dumm, den Ball zu stoppen. Nein! Oder Weltklasse-Einwurf. Was war das denn? Hackenpass hier. Also die zucken richtig auf. Aber 60 Euro in den Ball. Okay, jetzt hat. Den Versuch veratmen. Ja. Bleiben. Ja. Muss aufpassen, ich glaube, es war abseits noch. Ja. Passt. Da musst du ein bisschen lauern, weißt du? Ja, ich hab gedacht, du spielst irgendwann auch noch. Ja, da war dein Weg, der Penner. Ja, einfach Steifers, dann der ist schon schnell genug. Ja, hier, schön. Stahl. Jetzt hat. Irgendwie Mitte. Ah, oh, was war das denn? Das war nichts. So ein Fernschuss muss man es gar nicht versuchen bis 60. Ja, mit all der. Oh, aber der Keeper. Ist der Keeper ist stark. Also irgendwie sind alle Torhüter saustark. Und unser ja. Einfach so der Abschiss. Oh, das gibt's einfach nicht. Wir haben den schlechtesten Torwart in der Saison in der ganzen Liga wahrscheinlich. Ja. Mann, ey. Der Zahnschuss geht nicht. Da stehen ja 10 Kaiserslautern, also da brauche ich auch nichts zu fassen von so einem. Ja, aber also. Da muss echt nichts, da verlieren wir den Ball, da ist es wieder 1000 Meter vorbei. Also ich glaube 60 brauchst du echt keinen Wertschuss zu machen. Das sollten wir uns abgewöhnen. Ja. Weil die taugen einfach nichts da. Wahrscheinlich alle lange Schüsse 3 oder so. Höchstens. Oder 20 bis 30. Nee, 3, eher 3. Okay, vielleicht so. Um den Dreh. Ja, der wird 20 bis 30 noch realistischer als 3. Geht's, Alter? Ah, oh, wollte ich, aber den letzten Mann kam dann leider dazwischen. Gott, hier. Kann ich nicht. Da kann ich sie dann nicht mehr auseinanderhalten. Rodri leider noch verletzt, hat noch ein Pflaster. Kann er vielleicht im nächsten Spiel wieder spielen, glücklicherweise. Wollen die jetzt auch nicht überstrapazieren? Nicht, dass die Verletzung wieder aufweist oder so. Nein! Warum? Ich wär's doch durch gewesen. Vor allem, das war ein ganz normales Tackling. Das ist doch überhaupt kein Foul. Geh ich schon mal hinten rein, hey. Also was war das? Fustfoul. Rote Karte direkt. Bam. Ja, hoffentlich. Die andere. Ich. Ah, kann auch mal durchkommen. Findet ihr nicht auch, dass die Dinger ein bisschen zu groß sind? Leicht. Das könnte so hageln. So hageln sein. Ja, schon aus diese Sternschnuppen irgendwie, die runterkommen. oder wie so eine Störung am Computer. So Bildflackern. Ja, diese, sag mal, Ameisenrennen oder so, sagt man da, glaube ich. Also sich. Ah, wie kann der den denn bitte klären? Auf jeden Fall super gemacht. Nächsten schickt hier noch 1-0 zu 0. Verschrei's nicht. Nein! Das ist 1-0. So was darfst du nie sagen. Oliver Ocean. Der Ocean. Und somit steht es 1-0 für den Tabellenführer. Was? In der 45. Minute war natürlich klar, es geht gar nicht. Gar keine andere Zeit. Oder 90. Das sind aber die Top-Zeiten. Jetzt war. Jetzt. Mann! Das ist keine Chance gegen 3. Mann, es steht mäßig verdient 1-0 für den Tabellenführer und Bochum führt auch super. Natürlich. Dann müssen wir es eigentlich gewinnen. Ja, das wäre geil, wenn wir es noch drehen. Aber 0 ist aufs Tor. Wir? Ja, wir. Hä? Hey, haben wir nicht einen Cup? Den am Anfang, glaube ich sogar, ne? Ja, die Zählweise ist ja eben leicht kontraproduktiv. Also, da muss man sich echt nicht drauf verlassen. Scheiße, keine Ahnung, was da für die ein Schuss aufs Tor ist. Boah. Wir hatten es auch schon, dass der Gegner einen Schuss aufs Tor hatte und 3 Tore geschossen. Gab's alles schon. Das ist FIFA. Wie man es kennt und liebt. Ja, oder manchmal auch hasst. Ah.
Ja, Flanken. Eine Anspielstation. Flank. Oh, da Flank hat heute noch und er bekommt den Ball selbstverständlich. Oh, jetzt hier auf Okotje. Ah, ein cool. Pass, ne? Aber es gibt Elfmeter. Nee, oder? Nicht. Ich glaube nicht. Nein, es gibt natürlich Freistoß für Kaiserslautern. Rede gar nicht anders. Hallo. Stark. Super. Also die Ruhe gezeigt für uns zum Glück. Ja, nein. Oh. Ja, nicht fast durch gewesen, aber. Mann. Das gibt's nicht. Es ist so schwer hier irgendwie den Ball zu erobern da an die Spitze. Dann kommt ein schneller Angriff mit so einem riesigen Pass. Das ist aber zum Glück abseits. Aber es geht oft so, dann kommt ein so ein langer Ball, so ein 50 Meter Ding, der natürlich genau auf den Fuß vom Mitspieler geht und dann steht es schnell 2-0. Jetzt aber, nein, komm nicht zum Kopfball. Schieß. Ah, oh, riesen Parade vom Keeper. Der Pass. Ja, aber riesige Parade vom Keeper hier. Caro. Bei solchen Schüssen, ganz ehrlich, ist keine große Herausforderung. Naja, da war schon ziemlich gut, finde ich. Naja, hau mal hier in eine scheine Ecke rein. Nein! Was? Hab ich ihn schon am Kopf gesehen. Das gibt's einfach nicht. Umhauen hier. Ah, oh Mann, das geht auch nicht zusammen hier gerade. Und da geht natürlich einfach so ein Doppelpass durch fünf Münchner durch. Ist klar. Aber dann auch schön geklärt hier. Und schön, da steht hier mit keine Sau. Ah, oh, das zicken sie sich hier gegenseitig um. So hier fair. Was warum ist super? Hallo, nimm doch den Ball mal an. Warum nicht der da gerade gelaufen ist? Etaf. Nein. Ah, das gibt's doch nicht. Das gibt's einfach Mann. Nicht. Was? Also, das ist so Dreck gegeben eigentlich. Aber er sollte auf jeden Fall mal auswechseln. Das stimmt. Hätte ich auch wieder nicht dran gedacht. Ah, schon wieder 71. Minute und schon wieder hinten. Das ist echt nicht so geil. Jetzt spielen wir ja noch gewonnen, gell? Was? Erstes Spiel haben wir noch gewonnen, 1-0. Das war schon was. Hä? So. Folge ich mal rein. Ja, ja. Der richtet's. Muss es mal richten. Und da Ortega stark, auch wenn es wieder eine unnötige Aktion war, weil er rennt quasi überhaupt nicht auf den Spieler zu und legt sich dann noch in seinen Weg. Ja, puncht mit dem Finger, mit der Hand irgendwie, noch vom Fuß weg. Wollte überhaupt nicht hinspielen wieder. Hä? Wo geht der jetzt hin? Wollte den ja anspielen, der kommt. Ja, also, logischerweise. Super, toll wie man damit denkt. Was ist das denn? Jetzt hat der. Oh Gott, hier ist es. Ah, scheiße. Aber da kannst du auch nichts machen, weil wenn du einen Haken machst, ist der Ball bestimmt weg. Mhm. Und passen, wenn da keiner mitläuft, Alter. Geht auch nichts. Ach so. Na toll. Ah, der trifft das Tor nicht. Gott sei Dank. Somit bleibt es noch ein bisschen offen. Ja, dann laufen wir vor. Oh, das ist so langsam. Das ist so langsam. Oh Mann. Ah, oh, das ist eine Krankheit, ey.
War denn das? Keine Ahnung, Stark, glaube ich. Oh Mann, der Stark war jetzt gar nicht in der Situation. Das war nicht abseits, der war doch zurück. Meine Fresse. Vielleicht auch darauf geachtet. Ja, Millimeter war es noch. Nein, kommt natürlich nicht durch. No, no. Ja, ah, Freistoß gibt's. Warte doch. Das ist doch eine super Position für einen direkten Freistoß. Ist für drei Spiele mit der hier folgt und spielt die natürlich ganz chillig. Oh ja. Oh, was ist das denn? Kannst du keinen vernünftigen Pass spielen? Mann. No, nice. Das kann doch nicht so schwer sein, an dem Spieler vorbeizuspielen. Wahnsinn. Was war das? Ich reg mich gerade wie so auf. Ich bin so kacke. Oh Mann. Vor allem halt gerade gegen den Tabellenführer. Da hätten wir jetzt echt nicht die Chance gehabt, da vorbeizuziehen. Und so jetzt. Ja, schade. Echt schade. Wobei jetzt diesmal, sagen wir mal so, es war diesmal verdienter als gegen Karlsruhe. Ja. Aber das tröstet uns jetzt natürlich nur teilweise. Ja, somit haben wir jetzt nach einer wirklich guten Saisonstart die ersten zwei dummeren, herberen Rückschläge einstecken müssen. Aber man kann ja nicht alles gewinnen, ist halt leider so. Und dazu müssen wir schauen, dass wir im nächsten Spiel die Kurve kriegen. Wer hat sich da bedankt? Wollt Kovia bedankt sich und Anga ist aber nicht so erfreut. Ja genau, jetzt machen wir noch die Spieler, die Scout-Abschlussberichte, haben wir euch ja versprochen, dass wir euch die Spieler kurz das mich zeigen. Ja. Das scheint sehr vielversprechend zu sein. Aber hat 75. Auch sehr preislich. Ja. Ist erstens verliehen, zweitens 5 Millionen. Also utopisch. Ich mal weg. Weg. Okay, dann Lars Immerstall hat 72 Punkte. Guter Torwart hier. Werden wir auf jeden Fall mal anfragen. Ja, fragen wir jetzt mal einfach an. Hat einen Wert von 1,8 Millionen. Genauso wie Felix Wiedwald hat 71 und einen Wert von 1,1 Millionen. Zudem läuft der Vertrag bald aus. Das werden wir auch mal anfragen. Dann haben wir hier noch Castells. Wobei hier das Scouting noch ein bisschen dauert. Deshalb werden wir da vorerst nichts machen. Und dann gehen wir hier zum anderen Scout, Rani Junglas. Da haben wir Sebastian Martinez, er hat 69 Punkte, kostet aber nicht so viel. Relativ wenig. Weil ich auch nicht. Deshalb werden wir den nicht anfragen. Schau den Abschluss. Und Landschuss 37, okay, der kommt sofort weg. Oh, der billig ist. Dann einen, der uns sehr interessiert, Esteban Pavez. Der schaut gut aus, hat 84er Ausdauer, auch recht beweglich, ordentliches Sprinttempo und auch einen akzeptablen Abschluss. Lange Schüsse 66, Schusskraft 77, ein Wert von 1,7 Millionen und insgesamt 71 Punkte. Da könnte was gehen bei dir. Schlagen wir auf jeden Fall auch mal an. Ja. Dann gehen wir noch zu dem anderen Scout. Wenn wir noch mehr, wir gehen hier über das globale Transfernetzwerk rein. Nämlich noch Jordi Verhoek. Verhoek? Da haben wir nämlich einmal hier diesen Gary McKay Steven. Mit 70 Punkten und super Sprint und Beschleunigung. Also da ist er echt richtig stark. Was uns halt nicht so gut gefällt, ist der Abschluss, glaube ich, und lange Schüsse. Die wir jetzt gemerkt haben, bei 60 leider nicht unbedingt der Fall ist. Und da eigentlich ein bisschen Verbesserung reinlegen müssten in die Mannschaft. Außerdem hat er schon den Wert von 1,9 Millionen, also könnte relativ teuer werden für uns. Und wie man hier sieht, Abschluss 61 und lange Schüsse 64, also so mittendrin. Stuart Armstrong, einen Tick besseren Abschluss und auch sonst eher ausgeglichen von den technischen Fähigkeiten. Allerdings ist die Ausdauer mittel und das Sprinttempo aber relativ in Ordnung, hat einen Wert von 1,5 Millionen und 70 Punkte. Ist natürlich nicht das Beste, aber den können wir auch mal anfangen. Also, wir müssen die ja nicht alle drei kaufen. Das können wir auch gar nicht, aber mal zu ermitteln, wie viele die im Schnitt kosten. Und hier bei diesem Peter Paulette, der hat eine super Ausdauer von 81 und natürlich das Sprinttempo ist überragend. Mhm. Und vom Technischen ist es sehr mau, der Abschluss passt aber einigermaßen.
hat insgesamt 68 Punkte und ja, wenn er billig ist, dann wäre es auf jeden Fall überlegen wert. Auch wenn die lange Schüsse bei 60 Punkten liegt. Dann schauen wir hier noch rein, hat er was hatte. Den brauchen wir noch. Oder haben wir den auch schon? Ne, den haben wir schon. Dann waren es schon alle Spieler, oder? Jetzt warten wir mal die Anfragen noch ab. Ja, da können wir eigentlich gleich noch machen. Dann gleich mal hier weiter. Kommen sie gleich. Lars Unterstall. Er ist jetzt seit kurzem für Düsseldorf, deshalb wollen wir nicht verkaufen. Mhm. Felix Wiedwald, 2,6 Millionen. Okay. Schon im Bereich des Machbaren bei uns. Wäre, ja. Hier Esteban Pavez, der ist interessant. 6 Millionen. Oh, das ist unmöglich. Das ist sehr teuer. Der McKay Steven, 4,2 ist auch viel zu teuer eigentlich. Finde ich. Für uns. Und der kostet 2,6 auch. Es ist aber die Frage, ob es sich lohnt. Also ich meine, das ist der 68-Punkte-Typ. Ist jetzt nicht so gut. Aber wir haben ja noch ein paar andere Anfragen geschickt. Werden wir uns noch ein, zwei Tage weitergehen, bis die auch noch kommen. Stuart Armstrong, 6,5 Millionen. Boah, das ist teuer. Haben wir nicht noch andere Anfragen geschickt? Bestimmt. Hätte ich gedacht eigentlich, dass es ein paar mehr war. Nee, aktuell ist es Deutschland nochmal. Seltsam, ja. Mal schauen, was hier. Anscheinend haben wir nicht mehr geschickt. Aber erstmal nachkommen, Nachrichten von Spielern. Oh, die möchte im nächsten Spiel spielen. War jetzt verletzt und ich denke, den werden wir aber fürs nächste Spiel wieder einsetzen. Auf jeden Fall. Und wir werden das nochmal schauen, was der Jeffers Klose für uns hat und vielleicht nochmal ein paar andere Spiele anschauen, weil die eher relativ teuer waren. Genau. Also dann. Man sieht dich, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer PeterTV. Servus.